Musik und eine passende Lesung verbreiteten die richtige Stimmung in den Rannersdorfer Stuben bei der Adventfeier der Volkspartei Schwächert. Ich darf alle herzlich begrüßen und mich bedanken, dass ihr so zahlreich heuer wieder gekommen seid und unserer Einladung Folge geleistet habt. Das ist schon bei uns Tradition im Advent, dass wir sie ein bisschen zusammensetzen, ein bisschen besinnlich sind, ein bisschen lustig sind und das Jahr auch ein wenig Revue passieren lassen. Wir befinden uns in einer besinnlichen Zeit, in der Vorweihnachtszeit, und das ist auch die Zeit, Einkehr zu halten, innere Einkehr, aber auch Bilanz zu ziehen, was habe ich in dem Jahr alles falsch gemacht, was kann ich besser machen. Das ist Einkehr, das ist das innere Finden, und die Zeit dafür ist reif. Ja. Der Advent und die stille Zeit hat auch in die Politik Einzug gehalten. Ja, alle Jahre wieder kann man nicht nur zum Weihnachtsfest selbst sagen, sondern auch zur Adventfeier der ÖVP Schwächert, weil alle Jahre wieder eröffnet die ÖVP Schwächert den Reigen der Advent- und Weihnachtsfeiern mit der allerersten Feier schon vor dem ersten Adventssonntag. Und das ist auch immer Anlass, zurückzuschauen und nach vorne zu schauen. Und wenn man zurückblickt, kann man durchaus sagen, das Jahr 2013 war für die ÖVP Schwächert ein erfolgreiches Jahr. Mit der Landtagswahl, mit personellen Erneuerungen und gleichzeitig auch personeller Kontinuität. Naja, und die ÖVP Schwächert und wir gemeinsam werden versuchen, dazu beizutragen, dass das Jahr 2014 für die gesamte Stadt Schwächert ein erfolgreiches Jahr wird. Das wird viel Arbeit, keine Frage. Schwächert ist in einer schwierigen Situation, aber wir rücken zusammen. Gerade zu Weihnachten soll man auch miteinander feiern und ins Gespräch kommen. Und so können wir ausblicken auf ein gutes 2014 für Schwächert. Herausragend in diesem Jahr, neben der Alltagsarbeit, sind unsere Bemühungen, eine bessere Zukunft für Schwächert, für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und einen neuen Weg zu beschreiten. Das war nur möglich, indem die führenden Personen ausgetauscht worden sind. Da haben wir wesentlich mitgewirkt mit Misstrauensanträgen, die dann schlussendlich so weit gegangen sind, dass auch die SPÖ einsichtig war und unsere Anträge mitgetragen haben. Das heißt, es gibt eine ganz schöne Bilanz zu ziehen. Es ist sehr viel passiert. Es ist nicht nur Gutes passiert, überwiegend muss man sagen, leider Gottes für die Bevölkerung Unerfreuliches. Wir hoffen, dass das nächste Jahr, das kommende Jahr für uns ein besseres wird, für die Bevölkerung von Schwächert, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und da werden wir als Schwächerter Volkspartei uns engagieren. Wir werden die Weichen stellen für eine bessere Zukunft. Wir werden in Verhandlungen unablässig das eine Ziel verfolgen. Unserer Stadt muss es besser gehen, unseren Bürgerinnen und Bürgern muss es besser gehen. Wir haben nichts, worauf wir stolz sein können. Wir müssen Reputation aufbauen, wir müssen das Vertrauen wieder aufbauen, und das ist harte Arbeit. Die personellen Veränderungen in der Stadtregierung werden das Ihrige dazu beitragen. Sehen Sie etwas optimistisch in die Zukunft? Ja, absolut. Es gibt für uns positive Zeichen, dass es besser werden kann. Ob es besser wird, da sind die handelnden Personen dafür verantwortlich. Und da werden wir aber schon sehr genau schauen, ob das wirklich dem Versprechen nach so eingehalten wird oder ob wir wieder ein Desaster erleben. Aber wenn das so sein soll, dann mit uns geht das nicht. Der Wind blies noch ärger als zuvor. Aber in seinem dicken Rock und mit der guten Kappe war ihm wohlig warm. Bei der Gelegenheit möchte ich allen Schwächerterinnen und Schwächertern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, eine besinnliche Zeit bis dorthin und für das kommende Jahr Glück und Segen. Und was mir besonders am Herzen liegt, ich möchte mich bedanken. Bedanken bei all jenen, die uns geholfen haben, die uns unterstützt haben, und die Bitte anknüpfen, bleibt uns treu.